So, da sind wir bei Silent Hill 2. Wie beim letzten Mal am Ende versprochen, treffen wir uns an der Tür wieder mit der Frau mit der creepy 3D-Hand. Was verschaust du schon wieder so skeptisch? Ich habe den Leuten am Ende beim letzten Mal gesagt, ja, da brauchst du gar nicht durch die Haare fahren, dass wir uns hier treffen und ihr den Bleiring ebenfalls noch anlegen. Sie hat den Kupferring ja schon dran. Und das werden wir jetzt auch machen. Ich habe den Bleiring auf die Hand der Frau im Gemälde gelegt. Und es hat Klick gemacht. Und dann könnt ihr euch sicherlich vorstellen, was dadurch jetzt passiert ist. Richtig, wir können hier jetzt durchgehen. Was wir natürlich auch machen werden. Was? Habe ich eine Karte von diesem Bereich? Oh ja, genau. Wir sind hier in diesem Nebenraum drin. So war das. Wo wir eh nur nach unten können. Ach, creepy, creepy. Es geht immer tiefer in Silent Hill, wenn du mich durchlässt. Und hier liegt ein blauer Brief. Liegt im Umschlag auf dem Boden. Er enthält ein schwer zu lesendes Schreiben. Ich nahm einen Schlüssel vom Direktor, den fürs Museum. Ich habe ihn hinter der betenden Frau versteckt, als ich für den Tagesausflug rauskam. Ich habe ihn genommen, aber ich habe ihn nicht gestohlen. Ich bin kein Dieb. Das bist du sicherlich nicht. Du bist nur ein bisschen dumm, aber das ist in Ordnung. Komm runter, nicht du. Mal schauen, ob wir diesen Schlüssel hier finden. Schloss ist wohl kaputt. Das wird an den anderen Stockwerken wohl auch kaputt sein. Ja, es ist auch hier kaputt. Oh Gott. Ich hatte ein bisschen deinen Schatten gerade eben, wo meine Treppe erschreckt. Das war irgendwie ein bisschen creepy, aber alles okay. Mir geht's gut. Wir gehen nur in den tiefsten Keller, in dem ich jemals in meinem Leben war. Naja, nee, gelogen, aber trotzdem. Kellergewölbe sind immer so eine Sache. In Games wie auch in Wirklichkeit, meiner Meinung nach. Ich habe keine Angst, in den Keller zu gehen, also nicht falsch verstehen. Also bei mir habe ich Angst, in den Keller zu gehen, weil der Schraubendreher da unten wohnt, aber ich hoffe bei euch nicht. Das habt ihr echt ein Problem. Ernsthaft, holt euch Rattengift, das hilft, ihn wenigstens mal für ein paar Stunden auszuschalten. Oh Gott, dammit! Maria, komm schon. Ach, du heilige Scheiße, Pyramid Head. Maria, Maria, Maria. Lauf, 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 lauf. Scheiße, warum ist er einfach mal so schnell, der Typ? Wir müssen hier raus, wir müssen hier raus, wir müssen hier raus, wir müssen hier raus. Komm schon, nein! Sein Mann, Mann! Mann, James meinte ich. Oh. Nein. Das fand ich immer so eine unglaublich traurige Szene in dem Spiel. Weiß nicht, die hat mich immer richtig mitgenommen, weil jetzt hat er gar nichts mehr. Ja. Und auch dieses Mal haben wir es wieder geschafft. Dass alle tot sind, die wir lieben im Prinzip. Das ist keine gute Basis, um aus diesem Bereich rauszugehen. Meiner Meinung nach ist es für gar nichts eine gute Basis. Wenn man gerade jemanden, ich will nicht sagen, hat hängen lassen, hat sterben lassen, naja, nicht wirklich. Er ist ja nicht wirklich dafür verantwortlich, aber naja. Wie gesagt, dumme Situation hier definitiv. Ich habe die Karte gerade davon. Oh, hat gerade jemand vom Director's Room gesprochen. Da gehen wir jetzt auch dann mal direkt hin. Vor allem mit dieser Musik noch im Hintergrund die ganze Zeit. Oh Mann. Das nimmt mich ein bisschen mit, Mann. Weil also ich mag den Charakter von ihr wirklich. Ich mag den Charakter von ihr wirklich. Und ich habe damals, wo ich es erst zum ersten Mal gespielt habe, ich war todtraurig, dass ich sie verloren habe im Prinzip. Aber hey. Wir schauen mal in die Zukunft. Vielleicht treffen wir sie ja wieder. Blinzel. Er, der nicht kühn genug ist, um über den Abgrund hinweg angestarrt zu werden, ist nicht kühn genug, um selbst hineinzustarren. Die Wahrheit lässt sich nur erfahren, indem du weitergehst. Folge der Karte. Da ist ein Brief und ein Schraubenschlüssel. Okay.
Lindsay Street. Ladder and Wrench. Einiges zu tun hier. Wirklich, wirklich einiges, was hier geht. Ich habe sie auf meine Karte übertragen. Gut. Ich habe einen Schlüssel zur Eingangshalle des Krankenhauses. Jetzt können wir wenigstens hier mal rausgehen. Das ist schon mal schön. Und da ist Laura. Ich glaub's nicht. Stiefelt einfach vorbei. Rotzfrech. Auf der Suche nach Pudding. Immer noch. Seit Tagen. Ja. Was ich gerade zu Maria gesagt habe davor. Es war ja klar, dass sie nicht auftaucht. Es war ja klar, dass man sie irgendwo wiederfindet. Mal ganz ehrlich. Ihr glaubt doch nicht, dass ein Charakter, der jetzt, sag ich mal, doch ein bisschen in die Story involviert wurde, einfach mal weg ist. Das war bei Silent Hill noch nie so. Das wisst ihr. Hier stehen die Bücher über Medizin, die Stadt und diese Gegend. Ich habe keine Zeit, hier rumzustehen, das alles zu lesen. Das habe ich auch nicht von dir erwartet. Niemand hat das jemals von dir erwartet. Wo ist der Kerl mit dem Piano? Was ist echt das hier? Ja. Ah, Planken. Okay. Sehr gut. Schlüssel zur Eingangshalle haben wir verwendet. Maria ist tot. Ich konnte sie nicht beschützen. Und wieder konnte ich nichts tun, um zu helfen. Laura ist einfach weggerannt. Mary, was soll ich nur tun? Wartest du wirklich irgendwo auf mich? Oder ist es deine Art, um... Ich werde Mary finden. Das ist das Einzige, was mich noch hoffen lässt. Okay, das machen wir... Oh, holy crap, okay. Ja, das ist wohl wirklich das Einzige, was mich noch hoffen lässt. Jetzt lass uns mal ganz kurz schauen. Wir sollten erstmal hier runtergehen. Diese Straße hier folgen. Oh, hi. Ja, Krankenschwestern mitten auf der Straße. Au! Au! Was zum Teufel? Guter Schwung, übrigens. Holy shit. Was ist das für eine Reichweite, Mann? Das Dunkle sehe ich jetzt halt noch viel weniger. So. Okay, ich bleib mal hier an der Ecke gerade, weil ich sonst nicht wirklich eine Orientierung habe, wie weit ich schon in der Straße bin. Oh, Parkplatz, hallo. Oh, Parkplatz, hallo. Hier kommt man nicht mehr raus, verdammt. Diese Straße ist noch nicht zu Ende. Nein, es gab noch keine Abzweigung. Die suche ich jetzt nämlich, weil ich will den kompletten Bereich hier nochmal absuchen. Also nicht jede einzelne Straße, aber den kompletten Bereich hier neben dem Krankenhaus im Prinzip nochmal. Vielleicht... Wie weit bin ich denn eigentlich schon vorne jetzt? Ich hab gar kein Gefühl gerade... Okay, wir sind gleich vorne. Ich habe irgendwie gerade gar kein Gefühl für die Weite, wie weit wir denn schon vorne sind und wann wir einbiegen können hier. So, hier steht ein Auto rum. Völlig herrenlos, einfach auf der Straße rumstehen gelassen. Es klingt die ganze Zeit, wie wenn hier irgendwo ein Planschbecken nebenan wäre. Dabei sind es nur die Krankenschwestern, die irgendwie aus dem Krankenhaus geflüchtet sind. Goddammit, das sieht nicht wirklich aus wie ein Ausgang für mich hier, habe ich recht? Aua, das sieht aus wie Zeug für mich. Gerade sowas meinte ich. Genau sowas suche ich. Munition und Gesundheitsdrinks. Okay, hier gibt's nichts mehr. Der Straße, denn es müsste die Salt Street sein. Bingo, Gesundheitsdrinks. Man kann nie genug Energie dabei haben, denkt dran. Wenn ihr Silent Hill zockt, lieber zwei- oder dreimal suchen oder lieber mal wirklich alle Ecken auskundschaften, anstatt einfach weiter zu rennen. Es lohnt sich wirklich. Es macht das weitere Spiel so viel einfacher. Okay, das sieht vertrauenswürdig aus. Gehe ich mal rein. Was kann schon passieren? Ach, ein paar Krankenschwestern, die mir das Gehirn zerhackstückeln wollen. Ach, Quatsch. Bullshit, mir doch nicht. Oh, doch, gerade mir. So, wo sind wir denn?
Letter und Wrench. Hier sind natürlich auch wieder überall nette Freunde unterwegs. Weil es immer noch die Alternative, die böse Version von Silent Hill ist. Und die Gegner sind ziemlich abgefuckt hier. Ja, die Gegner sind ziemlich abgefuckt. Erinnern schon ein bisschen an die aus dem ersten Teil. Und auch die, die es in Homecoming wieder gibt. Oh Gott, jetzt ist sie offen. Oh Gott, zum Glück ist sie offen. Muss ich mal schauen in den nächsten Bereich. Wir sind auf jeden Fall wieder in einem anderen Stadtbereich jetzt hier. Hey, das ist ein Wohnwagen. Oh, das ist offen. Da fuck. Oh, erstmal hier Energie mitnehmen. Ja, ja, dankeschön. Was soll ich denn sonst aufheben wollen? Diesen einen kleinen Stein, der da am Reifen von dem Wohnwagen hängt. Ich glaube nicht, James. Ich glaube nicht, James. Darüber unterhalten wir uns nochmal. Auch für dich gibt es keinen Pudding. Okay, hier können wir auf jeden Fall mal speichern zumindest. Das hätten wir, soweit ich weiß, im Krankenhaus, bevor wir raus sind, auch nochmal machen können. Aber das habe ich vergessen. Das habe ich irgendwie voll übersehen, das Ding ist irgendwie rausgerannt, aber kein Problem. Hier haben wir ja einen Speicherpunkt. Die sind eigentlich relativ human gesetzt. Das heißt, auch wenn man mal ein oder zwei verpasst, man muss trotzdem keine zwei Tage durch die Gegend rennen, bis man dann zum nächsten kommt. Wenn man in die richtige Richtung geht, sind da immer wieder Speicherpunkte auf jeden Fall. Okay, hier liegt nochmal Zeug rum. Okay, ich warte mal ganz kurz. Gab es den Wohnwagen nicht nochmal? Halt mal kurz. Da gab es doch noch eine andere Tür in dem Wohnwagen drin. Da gab es doch noch eine andere Tür in diesem Wohnwagen drin. Ich check nochmal kurz den Wohnwagen. Ich habe in Erinnerung, dass hier eigentlich noch etwas drin war. Hier geht nicht. Hier geht nicht. Ah, ja, speichern geht natürlich, aber das möchte ich gerade nicht. Dankeschön der Nachfrage. Ihr könnt euch wieder hinlegen. Ich warte in Bar Nellies. Okay. Bar Nellies? Nellies Bar meinst du? Oder heißt sie Bar Nellies? Heißt auch Nellies Bar. Oder irgendwie sowas. Wo ist denn die? Das ist, glaube ich, gar nicht so arg weit weg. Nellies Street. Ach, guck mal, da ist ja schon Nellies Bar. Neben Happy Burger. Das wird immer köstlicher hier. Oh mein Gott. Dann ab geht's. Direkt mal zu Nellies Bar und Happy Burger in die Richtung gehen. Weil ich glaube, James hat mittlerweile auch unglaublichen Kohldampf einfach nur. Diese Stadtbereiche haben mich früher immer fertig gemacht als Kind. Also als Kind, ja. Ja, doch. Ich war noch sehr, sehr jung. Ich habe das Spiel, wo ich das erste Mal diese Spiele gespielt habe. Ich habe, was die Altersfreigabe angeht, definitiv. Oh mein Gott, noch nicht spielen dürfen damals. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich da war. Ja, 14, 15, so um den Dreh. Auf jeden Fall, mich haben diese Stadtabschnitte immer fertig gemacht, weil ich mich immer tierisch verlaufen habe und ich einfach damals noch nicht so wirklich drüber nachgedacht habe, so Kartenspielkoordination zu machen für mich. Ich hatte halt eine Karte und jetzt suche ich halt mal die Stadt ab im Prinzip. Was unglaublich dämlich ist in erster Linie mal, vor allem in Silent Hill, weil es unglaublich schwierig ist, sich ohne Karte fortzubewegen. Sieht man da am besten zum Beispiel am Ende von Silent Hill 1 im Nowhere. Da haben sie die Karte weggelassen. So wichtig ist die Karte, dass sie so sogar im Prinzip in einem Bereich komplett raus ist. So oft sollte man sie benutzen. Oder sollte man nicht, aber kann man sie benutzen. Habe ich damals einfach nicht gemacht. Und ich habe mich einfach immer tierisch verlaufen. Und ich habe ewig gebraucht, bis ich von einem Ende zum anderen Ende kam, wo es dann wirklich mal wieder Action abging. Oh, was ist denn hier los? Patronen für die Pistole, nice. Das ist doch nie lesbar, oder? Oder etwa nicht. Vielleicht mal weitergehen an der Seite hier oder so. Ah, kann ich hier rein? Jawohl, hier kann ich rein. Okay. Gibt es irgendetwas für mich zum einen? Oh, hier steht etwas. Oh, hier steht einiges. What the fuck? Wenn du Mary wirklich sehen willst, dann solltest du einfach sterben. Aber James, du gelangst vielleicht an einen anderen Ort als Mary. The fuck? So, das heißt, ich bin ein schlechter Mensch? Ich bin ein furchtbar schlechter Mensch. Ich habe auch die zweite Frau, die ich versucht habe zu beschützen, sterben lassen. Hier war ein Loch. Jetzt ist es weg.
Das ist schön für euch, dass da ein Loch war. Whatever. Ja, es sind Hinweise für den weiteren Ablauf des Spiels ein bisschen. Ja, sind aber jetzt aber keine lebenswichtigen Hinweise, dass man es irgendwie, wenn man die nicht mitkriegt, gar nicht mehr schafft, irgendwie durchzukommen. Also macht euch keine Sorgen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da bin ich irgendwie voll an der Wand hängen geblieben. Kann ich hier noch irgendwo rein? Nein, hier ist zu. Aber da oben steht ein Gesundheitsdrink rum. Ich sehe es doch von hier. Ich sehe es doch von hier. Ich rieche doch die Köstlichkeit von hier. Ich verzehre mich nach dieser sirupartigen Flüssigkeit, die dann langsam warm meinen Rachen runterläuft. Ja, es sollte zweideutig sein. Dankeschön. James mag sowas nicht, deswegen mache ich es immer wieder. Laufe ich überhaupt in die richtige Richtung? Ich habe keine Ahnung. Gott, ich verlaufe mich in diese Stadt heute noch. Also lasst mal schauen. Ja. So, oh, ja, alles gut. Alles gut, Mädchen. Ganz cool. Hier müsste irgendwo dieses mexikanische Restaurant sein. Irgendwie da, wo wir die Patronen kriegen sollten. Quatsch, da wo wir den Brief, verdammt nochmal. Den verdammten Brief und den Schraubenschlüssel kriegen sollen. Scheinbar, hieß es. Schau an. Da ist wirklich ein Schraubenschlüssel und da liegt wirklich ein Brief. Oder vielleicht bist du ein Narr. Die Wahrheit verrät die Menschen im Allgemeinen. Ein Teil dieses Abgrunds ist in der alten Gesellschaft. Der Schlüssel zur Gesellschaft liegt im Park, zu Füßen der betenden Frau, unter der Erde, in einem Kasten. Um ihn zu öffnen, brauche ich einen Schraubenschlüssel. Mein Patient hat ihn dort vergraben. Ich wusste es, habe aber nichts unternommen. Ich war beunruhigt, so ein Ding in der Nähe zu haben. Ich suchte nicht nach der Wahrheit, ich suchte nach Ruhe und Gelassenheit. Ich habe auch dieses Ding gesehen. Ich floh, aber das Museum war auch abgeriegelt. Jetzt wagt niemand mehr, sich diesem Platz zu nähern. Wenn du immer noch weitermachen willst, James, dann bete ich zu Gott, dass er deiner ewigen Seele gnädig ist. Das sind doch warme Worte, mit denen wir uns definitiv zur betenden Frau begeben sollten bis beim nächsten Mal. Und da gucken wir mal, dann muss ich die Karte noch ein bisschen studieren, um genau zu wissen, wo wir nochmal hin müssen. Aber das sollten wir hinkriegen. Bis dahin. Haut rein.